I think I smell a barbecue. 20 Jahre ist es nun mittlerweile her, seit die Original Spyro-Trilogie von Insomniac Games auf der allerersten PlayStation erschienen ist. Auch ich war damals noch ein kleines Kind und Spyro zählte für mich damals zu einem der allerersten Spiele, die ich noch so richtig mitbekommen habe. Nun gehört die Marke ja mittlerweile Activision und die haben mit der Reignited Trilogy einen neuen Versuch gestartet, mal zu schauen, wie gut Spyro auch heutzutage noch ankommt. Diese Trilogie umfasst alle drei Originalspiele von Insomniac Games, wurde aber komplett geremaked von Entwickler Toys for Bob. In diesem Review Game Talk oder Game Talk Review, wie man es nennen möchte, möchte ich etwas mehr im Detail darauf eingehen, wie ich dieses Spiel erlebt habe während meines Tests. Ich werde wesentlich mehr ins Detail gehen, ein bisschen mehr in die Tiefe. Und wer ein klassisches Review-Video möchte, kurz, knackig, bündig, der schaut unten in die Beschreibung, denn dort findet ihr mein Video, was ich für Game Contrast gemacht habe. Und ich würde sagen, wir starten ja den Versuch für ein neues Format und jetzt geht's los. Spyro, 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 Spyro. I'm getting a little winded. That's me, all right. Ja, in diesem Format möchte ich einfach mal ein bisschen freier zu euch sprechen. Ich habe die Review-Videos, wo ich mein Skript in dem Maße runterrattere und oftmals geht bei solchen Review-Videos eben der Blick in die Tiefe des Gameplays und so ein bisschen gehen die Details unter, denn du möchtest ja so kurz und knapp es geht, so viele Informationen für die Nutzer, für die Zuschauer bereithalten und da gehen manche Sachen flöten und das fand ich schon immer schade. Deswegen gibt es hier diesen Game Review Talk, möchte ich jetzt mal nennen, in dem ich mich ab und zu mal bei Einleitungen und während wichtiger Parts vor die Kamera setze und euch ansonsten wesentlich mehr Gameplay zum Spiel zeige und einfach freier Rede, ohne Skript, natürlich mit einer gewissen Struktur, aber dafür das Ganze wesentlich länger mache. Und beginnen möchten wir natürlich mit der Story beziehungsweise, was ist eigentlich die Reignited Trilogy? Die Reignited Trilogy umfasst, wie schon erwähnt, die drei Original-Spyro-Titel von Insomniac Games, jetzt aber komplett geremaked. Das bedeutet in komplett neuer Grafik. Ich werde zwischendurch auch immer mal wahrscheinlich von Digital Foundry, verlinke ich unten in der Beschreibung, auch einen Vergleich einblenden, wo man mal früher und heute sieht. Denn das wurde komplett geremaked, neu gemacht und mittlerweile sieht das sehr, sehr schön aus. Die Story bleibt aber die gleiche, aber ebenfalls die ganzen Cutscenes, die Zwischensequenzen, denen hat man sich auch angenommen, hat er die vollkommen poliert sozusagen und die Story bleibt die gleiche. Wie gesagt, hatte ich gerade schon mal erwähnt. Im ersten Teil geht es immer noch um Gnasty Gnork, der die Drachen in Kristalle verwandelt hat. Im zweiten Teil ist man eben damit beschäftigt, den bösen Ripto zu besiegen und im dritten Teil geht es größtenteils um die Drachenbabys, indem man dann aber in Teil 2 und 3 auch neue Welten besucht. Daran ändert sich nichts und wir schauen uns mal an, wie das im Spiel aussieht. Wie bereits erwähnt, bleibt also alles so an sich beim Alten. Ich muss jetzt hier gar nicht weiter ins Detail gehen, was die Story angeht. Denn erstens ist sie, wie erzählt, bereits simpel und nicht wirklich viel verstrickt. Und das Spielprinzip, das ist das, was mir sofort in den Sinn gekommen ist. Das Spielprinzip, das bleibt vor allen Dingen das Gleiche. Und das ist schön, muss ich sagen, denn so führt man eine neue Generation an Spielern, vielleicht auch an Spyro ran, die jetzt noch nichts damit zu tun haben, beziehungsweise fängt vielleicht auch die Skylanders-Spieler ab. Denn einige kleine Kinder, die vielleicht Skylanders gespielt haben und Co., werden sich sicherlich denken, Mensch, das ist doch der kleine Drache, den ich daher kenne, bekommen dann, wie gesagt, eine nette kleine Geschichte, muss erzählen, die Zwischensequenzen, die sind echt gut gemacht. Also manchmal denkst du, du guckst so ein Nickelodeon-Cartoon oder ich muss sagen, der Humor darin hat mir damals, der ist mir damals vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber heute ist dieser eher cringy Humor, ist total meins, ist wirklich meins, also manche Sprüche, die sind so blöd da drin, dass sie fast schon wieder witzig sind und das trägt sich sowohl durch
Teil 1, 2 und 3. Wer hier jetzt aber eine packende Handlung erwartet, ja, der sollte definitiv Abstand von Spyro nehmen. Das habe ich auch schon relativ früh feststellen dürfen. Was dann aber ein bisschen interessanter wurde, ist, was ich zum Teil Gameplay zu sagen habe. Das Motto ist beim Gameplay wirklich das Prinzip, bleibt das gleiche, wie, oder wir bleiben unseren Prinzipien treu. Obwohl Toys for Bob ja, wie gesagt, noch nicht mal die Originalentwickler sind. Und so hüpft man in Spyro. Man gleitet oder man fliegt durch verschiedene Level. Wer es nicht weiß, Spyro hat im Prinzip verschiedene Overworlds, wie man das nennt, oder Hub-Welten, von denen aus man in verschiedene Level gehen kann. Diese Oberwelten, die sind an sich erstmal frei erkundbar, ne? Also ich kann jetzt in der Oberwelt rumlaufen, sammle da schon Edelsteine bzw. Rubine, sammle da die ersten Dracheneier und. Die Oberwelten für sich, die haben also schon mal eigene Collectibles, sind Welten für sich, aber auch der Zugang eben zu eigenen Leveln. Und diese Level wiederum sind frei erkundbar. Daran hat sich nichts geändert, diesen Satz werde ich noch öfters bringen. Es gibt insgesamt, gibt es in Teil 1, lasst mich mal eben nachzählen, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, 4 oder 5 Oberwelten, die man dort erkunden kann. Also ist eine relativ vernünftige Menge. Man verbringt jetzt nicht allzu viel Zeit, in Teil 1 zumindest, und auch Teil 2 und 3 hält sich in Grenzen dadurch, dass man das aber als Masse, als kleines Paket für 40 Euro zusammen gebündelt bekommt und damit doch schon seine paar Stündchen Spaß hat, also an die 10 Stunden geht's mindestens, also wenn nicht sogar deutlich mehr. Es kommt immer darauf an, wie sehr ihr darauf bedacht seid, eben die Level vollkommen abzuschließen. Das Gute, warum Spyro auch heute noch so funktioniert, und das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen, wenn ich mir das so angeguckt habe, aber das Gute ist, von der Steuerung her, von dem Prinzip her, ist es gut so, dass sie das nicht irgendwie noch künstlich, ja, erneuert haben, um es in die Neuzeit zu bringen, sondern das so gelassen haben. Das heißt, wir haben wirklich nur diese Basis-Moves. In Teil 2 und 3 kommen dann mal Features dazu, die sich Spyro kaufen kann. Das heißt, ihr sammelt gewisse Edelsteine und könnt dann ab einer gewissen Anzahl eben euch neue Features kaufen. Spyro kann dann zum Beispiel schwimmen oder tauchen, kann dann einen speziellen Move ausführen. Das kommt in Teil 2 und 3 dazu, bleibt aber immer relativ übersichtlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr hier eine Fähigkeit, Baum habt oder RPG-Elemente. Nein, Spyro bleibt recht simpel und tut gut daran, an dieser Formel festzuhalten an sich. Insgesamt ist es nämlich so, dass man durch dieses recht simple Gameplay und wie gesagt einige Power-Ups und Features, die man dazu findet, recht viel Spaß in den Welten hat. Ab und zu gibt es auch ein paar Fluglevel, die haben mir immer mal wieder sehr viel Spaß gemacht, damit man dann unterschiedlichste Collectibles ein und. Das zieht sich durch das ganze Spiel, muss ich sagen, denn diese Jagd nach den Collectibles, die hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war einfach sehr gerne in der Welt von Spyro und habe noch so jeden kleinen Diamanten bzw. Edelstein, wie auch immer man das nennen möchte, gesucht. Man hat auch in dem Menü immer eine Übersicht, in der man eben schauen kann, dass man oder wie viel von diesen Collectibles man eben hat, und dadurch wurde ich immer wieder angetrieben, diese Welt und die Level zu erkunden. Denn bis zu einer gewissen Anzahl ist es immer relativ leicht, die Rubine zu finden. Und so wirklich herausfordernd, darf ich sagen, wird's auch wirklich nie. Aber ab und zu an manchen Stellen müsst ihr dann schon öfters mal die Augen aufmachen und habt dann so kleine Aha-Elemente oder so kleine Aha-Momente, in denen ihr eben seht, ach Mensch, da muss ich hier und da um die Ecke fliegen und muss vielleicht einen kleinen Trick anwenden und mich geschickt anstellen, damit ich noch auf die nächste Erhöhung zum Beispiel komme, um da etwa noch mehr Rubine zu finden, den Eiermann, der schon mit den nächsten um die Ecke wartet und. Und da hatte ich so persönlich noch meine Zweifel, ob das heutzutage auch noch funktioniert. Aber ich kann euch sagen, ja, das funktioniert sogar noch sehr, sehr super und sehr einsteigerfreundlich, ne? Das durfte ich vor allen Dingen bemerken. Einsteiger werden da überhaupt kein Problem haben.
Neueinsteiger in die Serie, aber auch alte Veteranen. Und das ist wieder mal eine sehr tolle Sache. Alte Veteranen, ich habe Spyro damals gespielt, als ich ein kleines Kind war und hatte so ein bisschen Angst, verhunzen das vielleicht. Weil die Kamera zum Beispiel, die ist verbessert, die ist nicht mehr so, eingeengt und ein bisschen klobig wie früher. Es wurde modernisiert, angepasst und trotzdem steuert sich Spyro immer noch genauso wie früher. Ich habe im Vorfeld zum Test, habe ich nochmal das Original angeschmissen, habe da Detail 1 nochmal durchgespielt und muss sagen, auch beim Spielgefühl, wie sich Spyro spielt, wie man mit ihm fliegen kann, das ist alles größtenteils wirklich noch dasselbe und die Altlasten, wie zum Beispiel eine schlechte Kamera, die einem total auf den Sack geht, die hat man hier beiseite gepackt, ohne diesen alten Charme zu zerstören. Und da ziehe ich wirklich mal den Hut vor Toys for Bob, dass sie diesen schweren Spagat hinbekommen haben. Schaffen nicht immer alle Leute, die alte Spielprinzipien vielleicht in die Neuzeit bringen möchten. Spezielles Negativbeispiel möchte ich hier etwa Yooka-Laylee anführen, denn das ist ja so ein spiritueller Nachfolger zu Banjo-Kazooie und hat meiner Meinung nach viele Altlasten der N64-Zeit übernommen, wo ich mir denke, meine Fresse, wir sind doch nicht mehr 1997 oder sonst wann, das hätte man doch dann mal ein bisschen anpassen können und man muss, wie Spyro zeigt, dabei nicht immer das alte Spielgefühl zerstören. Langweilig wird das vor allen Dingen dadurch nicht, dass man eben immer wieder andere Level habt. Ne? Die Hubwelt bleibt die gleiche. Ich sag mal, du hast am Anfang noch diese relativ neutrale grüne Landschaft. Dann kommst du irgendwann in ein Wüstengebiet, in ein Schneegebiet oder Gebiete, die eher ein bisschen dunkler sind. Und je nachdem sind auch die Level. Also die Level richten sich so ein bisschen zumindest immer mal nach der Oberwelt. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Wüstenoberwelt habt, dann kommen da nicht unbedingt sonnige Level schon, aber dann kommt da nicht irgendeine Graslandschaft. Ist relativ, selten, sag ich mal. Passiert, aber ist selten. Und diese Oberwelten legen sozusagen das Thema fest. Ist ein bisschen wie bei Super Mario. Kann man sich daran orientieren, sag ich mal. Und ja, durch diese Oberwelten und die verschiedenen Level, muss ich ganz einfach mal sagen, wird es nicht langweilig, weil es gibt immer wieder verschiedene Themen, verschiedene Kniffe. Das Level-Design ist auch heute noch sehr, sehr toll. Wie gesagt, es kommen keine wirklich schweren Jump-and-Run-Passagen drin vor. Aber das Spiel macht trotz dieser Leichtigkeit immer noch genug Spaß. Und das kommt vor allen Dingen daher eben, meine ich zumindest, weil das Gameplay so gut ist, weil es sich so flüssig steuert. Und wegen der Originalität und der Vielfalt der verschiedenen Welten. Groß war das Geschrei bei den Fans und auch ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, als die Reignited Trilogy verschoben wurde. Der Grund dafür, es gab eine kleine Debatte, wo es hieß, dass Teil 2 und 3 zwar teilweise auf der Disc mit drauf sind, aber ihr den Großteil der beiden Spiele runterladen müsst. Es ist also sozusagen nur die Vollversion von Spyro 1 auf der Disc und den Rest müsst ihr sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation eben runterladen. Und das fanden viele Spieler ziemlich scheiße und haben das dann auch im Internet so offenkundig gesagt und auch vor allen Dingen zum Ausdruck gebracht. Kurz darauf hatten die Entwickler und Activision beschlossen, das Spiel zu verschieben und jeder dachte natürlich, dass dies vor allen Dingen der Performance zugute kommt, aber auch um diesen Download überflüssig zu machen. Stellt sich raus, stimmt nicht so ganz und Performance, ob die nun auf der Xbox zumindest so gut ist, ich weiß auch nicht. Bevor wir hier also so ein bisschen Richtung Schluss kommen, muss ich nochmal auf die Technik hauen, denn meine Fresse, ich hatte es gerade erwähnt, das Spiel wurde verschoben und es ruckelt bei der Xbox-Version teilweise echt noch heftig. Also gerade wenn ich irgendwie Feuerspei oder mehrere Gegner wegbrutzle, dann fängt das mal öfters an zu laggen und ich habe da massive Bildeinbrüche und starke Ruckler. Kommt in den drei Spielen jetzt nicht in dem Maße vor, dass ich sage, meine Fresse, jetzt stürzt das Spiel beinahe ab, ist aber gerade, wenn man es verschoben hat, sehr, sehr ärgerlich und ab und zu hemmt es die Immersion dann doch so ein klein bisschen und das ist
sehr, sehr schade, denn das Spiel an sich, kommen wir da mal auf die Präsentation, eigentlich auf das Hauptaugenmerk dieses Review-Videos oder dieses Talks, denn es geht ja hauptsächlich um die Verbesserung. Die sind grandios. Der alte Stil wird insofern beibehalten, dass man ihn zwar erneuert, hübscher aussehen lässt, aber eben die Gegner, die sind immer noch an derselben Stelle wie vor 20 Jahren und die ganzen kleinen Details, die hat man beibehalten. Es sind die Welten, die ich damals als kleines Kind gespielt habe, nur jetzt in hübsch, da ist viel mehr Details drin. Wir haben mehr Schatteneffekte, wir haben eine Beleuchtung, die seinesgleichen sucht. Die Welt wirkt insgesamt etwas bunter, farbenreicher und man kann sich viel, viel einfacher darin verlieren. Man hat so man stellt sich vor, dass das wirklich die Vorstellung war, wie das Spiel damals sein sollte. Also so die richtige Vision wurde jetzt quasi nochmal verdeutlicht, umgesetzt und wir erleben ein Spyro, das schöner nicht aussehen könnte. Währenddessen zeige ich euch hier wahrscheinlich ein bisschen Gameplay oder ein bisschen ein kleines Video von Digital Foundry. Hier auch nochmal Link in der Videobeschreibung, damit ihr da auch nochmal drauf zugreifen könnt. Es sieht grandios aus und natürlich, das Original kam auf PlayStation 1 raus, da müssen wir uns nicht vormachen, dass es jetzt vor allen Dingen mit 4K-Verbesserungen auf der Xbox One X und so weiter grandios aussieht. Dazu kommt der Remaster-Soundtrack, den man anschmeißen kann, aber man kann im Menü auch jederzeit zu dem Original-Soundtrack wechseln, wenn einem der Remaster-Soundtrack nicht passt. Ich fand den jetzt im größten Teil nicht wirklich störend, den Remaster-Soundtrack. Ich fand es tatsächlich mal erfrischend, hat zu dieser polierten Version von Spyro gepasst und ich hatte immer noch das Gefühl, ich spiele meine Spyro-Spiele nur eben jetzt auf einer völlig anderen Ebene. Das hat das Remastered bzw. Remake, das ist ja ein komplettes Remake von Grund auf, wirklich richtig toll hinbekommen. All diese Aspekte machen Spyro also zu einem grandiosen Spiel. Doch kann das letztendlich dann auch im Ganzen überzeugen? Ja, kommen wir mal zu meinem Fazit. Die Spyro Reignited Trilogy bietet genau das, was Fans der Spiele jahrelang wollten und bis auf kleine Ärgernisse bei der Technik, die ich gerade erwähnt hatte, kann ich auch fast nichts Negatives über diese Edition sagen. Sicherlich ist das Spielprinzip für heutige Verhältnisse sehr schlicht gehalten und so wirklich herausfordernd wird's eben nicht wirklich in Spyro. Doch es ist eben diese Einfachheit, die mich bei diesem Test dann erneut so begeistern konnte. Man hüpft durch die Welten, zündet Gegner an und fährt eben Skateboard. Das ist ein kleines, aber feines Paket, welches auch heutzutage noch sehr gut funktioniert. Somit haben es die Entwickler geschafft, Spyros Feuer mit der Reignited Trilogy erneut zu entfachen. Wer weiß, dass er sich hier auf dem Jump'n'Run der alten Schule einlässt, der wird sicherlich trotz der fehlenden Gameplay-Tiefe seinen Spaß mit dem Titel haben. Ein Spiel für zwischendurch mit viel Leichtigkeit und genau das ist Spyro eben. Die Vielfalt der Level sorgt dann außerdem dafür, dass genug Abwechslung im Geschehen ist. So heißt das Motto, nicht viel nachdenken und einfach Spaß haben. Das funktioniert gut und kann auch im Jahr 2018 dank neuer Optik noch durchaus überzeugen. Ich bedanke mich, dass ihr in diesem Game Talk dabei wart. Schreibt mal eure Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge für dieses Format gerne in die Kommentare. Ist es euch zu lang? Ist es euch zu kurz? Wie gesagt, es ist schon auf eine gewisse Länge ausgebaut, sollte aber maximal so ein bisschen über die 20 Minuten hinausgehen, nicht mehr. Ich möchte kein 30, 40 Minuten Video, auf keinen Fall. Ansonsten eure Vorschläge gerne in die Kommentare. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert und Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Krängel.